Im Türkenschanzpark sind mal nicht nur die Radler, Skater und Kinderwegen herumgekurvt, auch 8 Roboter waren auf Erkundungsmission. Einer gelungenen, also Mission Possible. Denn Hopfen und Malz waren bei der Robotour im wahrsten Sinne des Wortes ganz und gar nicht verloren. Auf den ersten Blick wirken die Roboter wie Kinderspielzeug. Jedes Vehikel ist mit Sensoren ausgestattet, die den Weg erkunden sollen. Die Mission, eine Bierdose muss 600 Meter weit transportiert werden. Das Ziel wird erst kurz vor dem Start bekannt gegeben. Die Motoren werden von einem speziellen Computerprogramm gesteuert. Jede Unebenheit, jeder Lichtwechsel und jeder vorbeikommende Fußgänger kann den Prozessor an die Grenzen seiner Wahrnehmung führen. Da steckt viel Forschung drin. Es ist wirklich schwierig, so ein Ding zusammenzubauen. Da vergeht ein Jahr wie nichts. Es ist eine Kombination aus Elektronik, Informatik, Mechanik und Mathematik. Im zweiten Bezirk gibt es eine Werkstatt, wo auch Hobbybastler sich austoben können. Ist das Happy Lab eine Art Basislager für Weltraumforschung? Die haben einerseits ganz andere Budgets wahrscheinlich und zum anderen, wenn man zum Mond fliegt, dann geht man auch davon aus, dass kein Fußgänger quert. Das Projekt hier will den Roboter am Mars jedenfalls noch übertrumpfen. Dort kurvt ja bereits seit Jahren ein Fahrzeug herum, allerdings immer noch von Menschenhand gesteuert. Im Prinzip ist es ferngesteuert. Und was wir aber hier machen, ist komplett autonom. Also wir geben wirklich nur das Ziel vor und von der Routenplanung über das eigentliche Fahren, alles muss autonom am Roboter passieren. Und das ist natürlich ein bisschen mehr Komplexität, die da dann drinsteckt. Und so schaut die Rennstrecke aus der Sicht des Roboters aus. Die gelben Striche signalisieren den Weg. Ein schwer zu überschauender Plan und das bremst das Tempo. Der Sieger schafft maximal 4 Stundenkilometer. Trotzdem, jedes Überholmanöver ist spannend wie bei einem Formel-1-Rennen. Nächstes Jahr wird die Robotour durch Prag führen. Aus Spaß soll auch mal ernst werden. Ziel der Forschung ist es, den Personen- und Güterverkehr etwa komplett per Roboter abzuwickeln.